every anniversary. 'Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. I'm groceries and buying, buying what you need. You got that 9 to 5, but baby, so do I. So don't be thinking I'll be home and bake your apple pies. I never learned to cook, but I can write a hook. Sing along with me, sing, sing along with me. Hey, you gotta know how to treat me like a lady. Even when I'm acting crazy, tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know. If you wanna be my one and only all my life, I'll be sleeping on the left side of the bed. Hey, open doors for me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind. Ich glaube, das ist geil. Das ist geil. Die hat so Freude dabei. Das ist Freude, ne? Das ist genau das, was wir wollten. Eigentlich. Wir haben gebuzzert. Ich habe auch noch gebuzzert. Geht jetzt noch? Ja, es geht. Wir stehen noch. Es steht, es ist angekommen. Letzte Sekunde. Hi. Hallo. Sag uns doch bitte, wie du heißt und wie alt du bist und woher du kommst. Ich heiße Liana, bin 10 Jahre alt und komme aus der Schweiz. 10 Jahre! Hi, Liana. Hallo. Vielen Dank, dass du dieses Lied gerade für uns gesungen hast. Der Grund, warum Lukas und ich aus dem Team, deine Freunde, am Ende gebuzzert haben, war nicht, weil du jeden Ton exakt getroffen hast, sondern du hast eine Freude beim Singen vermittelt. Die haben wir ganz, ganz deutlich gespürt und die hat uns während des Songs immer mehr gepackt und uns so begeistert, dass wir am Ende gesagt haben, doch, die wollen wir unbedingt in unserem Team haben. Wie lange singst du denn schon? Seit ich klein bin. Liana, wen hast du denn dabei? Was hast du denn? Wer begleitet dich denn? Oh, das sehe ich jetzt erst. Das ist Pinky, mein Glücksbringer. Pinky! Willst du mal zu uns bringen? Komm mal zu uns. Okay. Komm, du kannst dich mal hinsetzen. Ich habe mich leider nicht rumgedreht und bereue es gerade richtig. Du bist ja eine richtig süße Maus. Komm mal mit. Da muss ich mal auf mein Stühlchen drauf. Das sind deine Freunde. Du da bist. Hallo. Könnten auch deine Freunde quasi sein. Hallo. Lena Meyerland. Hallo, wie geht's? Und der Onkel Sascha. Grüezi. Möchtest du dich auf meinen Stuhl setzen? Achso. So. Ja, ich geh mal hin. Oh. Also, ich fand das richtig, richtig toll, was du gemacht hast. Ich würde so gerne, dass du in mein Team kommst und ich habe extra eine Herzkette gebastelt aus Fimo und die ist ein Herz und ich würde dir sozusagen als meine neue beste Freundin das zweite Herz geben. Ja, das ist ja. Wir kämpfen wirklich mit allen Mitteln, sogar mit Fimo. Wow. Sagen, als Freundinnen beweist, schon bevor du bei mir im Team warst und würde dir damit die Entscheidung überlassen, in welches Team du gehen möchtest. Also es liegt ganz bei dir. Okay. Neue beste Freundin. Okay, also... Forever. Also du weißt, dass wir genauso deine Freunde werden können und ich kann dir nur mal kurz hier unsere Teamtasche schon mal zeigen. Vielleicht ja, ist sie jetzt nicht ganz so cute wie Lenas gebrochenes Herz. Also das ist wirklich, ne, wir sind hier nicht beim Teleshopping, wir wollen hier Liane in unser Team holen. Also als neutraler Beobachter würde ich sagen, dass die beide sehr gut für dich wären. Ich glaube, du machst nichts falsch mit irgendeiner Entscheidung. Aber ich glaube, es wird Zeit für eine Entscheidung. Sollen wir mal nach oben gehen wieder? Ne? Du musst leider. Okay. Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir mal das Ding hier tragen? So. So, ich bleib hier. Ich halte das hier so.
Also wir haben dich alle lieb. Ist alles okay. So, weißt du es schon? Lena.